Schalke 04 zu Gast in der Aspire Zone in Katar. Das bedeutet gelungene Kooperation. Bestes Beispiel das Torwarttraining mit Holger Gerke und dem Nationaltorwart der U19 von Katar, Muhannad, am gestrigen Abend. Der ist gleichzeitig Ersatzkeeper bei Schalkes heutigen Gegner Al-Sadd. Kann sogar sein, dass er morgen im Tor steht gegen uns. Deswegen versuche ich ihn jetzt ein bisschen müde zu machen für morgen. Ne, ist natürlich alles Taktik. Ja, nein, Spaß beiseite. Also das ist auch im Rahmen der Kooperation ein bisschen ein Austausch, kann man sagen. Mehrmals in dieser Woche wird der Nachwuchskeeper unter die Fittiche des Schalker Torwarttrainers genommen. Eine Zusatzeinheit für den königsblauen Coach, die er so gerne erledigt. Ja, ich mache das eben gerne. Genauso in Deutschland. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als mit dem Nachwuchs zu arbeiten, weil die Jungs sind noch hungrig. Die wollen dahin, wo die anderen schon sind, mit denen ich eigentlich immer zusammen arbeite seit Jahren. Insofern macht mir das immer riesig Spaß, mit jungen Burschen zusammenzuarbeiten, weil man einfach noch diesen Hunger spürt. But sometimes they are a little bit. Yeah. Too long in the air. Try a little bit more. Faster. This lane. Und so kann der 19-Jährige von der Erfahrung von Gerke, der schon bei 5 Vereinen und der Nationalmannschaft von Kasachstan die Keeper fit machte, profitieren. Das ist heute die erste Einheit. Kann nur sagen, der Junge macht einen guten Eindruck. Oh, das hat man ja, glaube ich, auch gesehen. Und wir werden mal sehen jetzt die Tage, wie er sich entwickelt. Und vielleicht heute Abend schon die ersten Fortschritte beim Spiel gegen den Raoul-Club Al-Sadd beobachten.